Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen, die jetzt hier eingeschaltet haben. Ich bin das Alupaka und hier geht's weiter mit Lollipop Chainsaw. Wir haben soeben unsere restliche Kohle am Chop-to-Shop verprasst und machen uns nun auf den Weg. Vorhin hat versucht, uns den Zombie hochzujagen. Der hat sich hier lang verpisst. Wir werden mal sehen, ob wir nicht irgendwie hinterherkommen. Au, haut mich mal nicht, Leute. Bleibt mal ganz sportlich hier. Ratz, das war einer der neuen Kombos gerade. Aua. Boah, Leute, kommt mal klar. Drupp und weg und hau drauf. So, und ihn hat's auch zerrissen. Tada! So, jetzt heißt es erstmal wieder fleißig Goldmünzen sammeln. Das geht nicht kaputt. Kann ich das Schutt hier kaputt hauen oder komme ich da irgendwie drunter lang? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich habe da Münzen gesehen, aber ich will da hin. Gib mir. Verdammt, okay. Okay. Egal, wir gehen. Ist ja nicht noch irgendwie was? Ach, kommt. Erstmal weitergehen. Oh Gott. Etwas verraucht alles. Ach du Scheiße. Oh Gott, sie haben sich alle angezündet. Leckt mich, Leute, ich verpiss mich. Hey, es gibt was Neues im Shop. Du Shop. Fein. Au, 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 haut mich mal nicht. Nicht hauen, habe ich gesagt. Das kann er laut sagen. Der Tag verläuft auf jeden Fall anders als erwartet. Glaube ich immer aus Wort. So, huch. Den zerreißen wir damit. Doch, durch die neuen Kombos hat man auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, die auch schneller auszuschalten. Jetzt geht's hier wieder ein Minispiel mit dem fast kopflosen Nick. Ist in Ordnung, der war schlecht, das sehe ich ein. So. Feuer ihn an, los, er kann das. Feuer. Drücken und drücken und hau, gib ihm. Puff. Tada! Hier ist noch ein Lutscher. Oh Gott, brennende Bullen. Ich hab die Schnauze voll. Okay, bevor irgendwas passiert, wir fressen einen Lulli. Ups. Autsch, 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 autsch. Ah! Der knallt, die knallt mich die ganze Zeit ab. Was soll denn die Scheiße hier? Die geht einem richtig auf den Sack, die Stephanie hier. Da sollte ich jetzt echt gucken, dass ich da mit der Kettensäge durchkomme. Bevor da noch irgendwas weiteres passiert. Die mit ihrer scheiß Waffe die ganze Zeit. Okay, gut zu wissen. Oh, den zweiten haben wir auch zersetzt. Fein, fein. Fein, 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 fein. Okay, das lief doch, na, ohne weitreichende Probleme, sagen wir es mal so. Nehmen wir den Lolli noch mit. Und dann rutschen wir langsam weiter in den nächsten Raum. Ich habe die Lollis voll, dann nehmen wir einen, sammeln den neuen auf. Okay, gut zu wissen. Übertrifft der jetzt Highscore. Au, haut mal ab, Leute. Ratatatatat, tada! 5 Stück geschafft und ohne das, ohne Blitzerjagd. Das war witzig. Und das gibt auch Schotter ohne Ende da. Das war übrigens gerade auch einer der neuen Kombos, die ich da vorhin gekauft hatte. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Machen wir die ganz normal eben. Zack, Kopf ab. Einfach schon mal den Großteil der explodierenden Bevölkerung hier aus dem Weg geschafft. Jetzt kann man sich hier nämlich in aller Ruhe um die brennenden Schmucks kümmern. So,
ihm noch den Kopf weghauen und das war's. Oh Gott, da kommen noch mehr. Ist gut. Die machen aber teilweise auch sehr interessante Geräusche. Also das muss ich schon sagen. Das tut garantiert weh. Oh. Ja, die Tarangene Kettensäge. Das ist doch den Kampf. Das Ergebnis hätte man absehen können. Okay, kein Problem. Souverän gelöst. Ach du Scheiße. Jetzt kommt noch wieder so einer. Au, hau mal fein ab. Wir gucken, dass man den mal trifft damit, ey. Was ist? Oh oh. Schnell weg. Hau mal ab und stirb. Ich treffe den hier nicht, um Himmels Willen. Ich stelle mich hier manchmal an wie sonst sowas. So, okay, wascht euch die Hände. Gut gemacht, Chef. Also das ist, bleibt heile und drunter her. Und wir laden. Laden, laden, laden. Da hätten sie sich aber schönere Musik einfallen lassen können für das Laden. Irgendwas, was ein bisschen animiert, wisst ihr? Nicht so. Aber okay, ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Tritt gefährliche Zombies mit beiden Füßen, um sie zum Taumeln zu bringen. Jo. Ah, perfekt, weiter geht's. Hier haben wir direkt den nächsten Shop-to-Shop. Und bevor wir jetzt Skills kaufen, widmen wir uns erstmal wieder unserem Charakter selbst. Wir erhöhen unsere Gesundheit. Und das Yoga erhöhen wir auch, damit wir schneller wieder stehen, falls wir umgeworfen werden. Auf Dauer nervt das doch ein klein wenig. So, und damit. Oh ja. Okay, damit hat sich das wieder erledigt. Und wir gehen weiter. Oh Gott. Sensei! Ah, Juliet! One moment, please. Juliet, it looks like you've really gotten ahead in life. My teacher, Morikawa Sensei, is the most amazing veteran zombie hunter ever. Oh, correct. I have studied the zomboid sciences for 40 years. Listen, both of you! The school is in dire trouble. My research tells me that something has gone wrong on a cosmic scale. That's a massive bummer. That completely sucks. Let me show you. The universe is composed of three dimensions. The land beyond words, the rotten world, and our dimension, Earth. There are dimensional walls between each. Using a combination of black magic and explosives, someone cracked the wall between Earth and Rotten World, and the gases of Rotten World seeped into our world. Your friends and fellow students inhaled these gases, which transformed them into the undead. Well, whoever did this could be trying to open a permanent gate between here and Rotten World, which would be catastrophic. Unfortunately, once they have become zombies, there is no return. All we can do is clean up the school, kill the undead, and stop the bomber. That is our mission. The bomber is either in the cafeteria downstairs or the courtyard. You destroy the zombies in the cafeteria. I shall look in the courtyard. I'm counting on you both. Kill the motherfuckers! Yes, Sensei. Wie ihr seht, der Alte ist prima drauf. So, okay, ihr kennt jetzt so diese Grundprämisse des ganzen Games, was hier noch so abgelaufen ist. Oh Gott, jetzt wisst ihr Bescheid. Haut mal ab, Leute. Wir säbeln hier einmal durch, erwischen drei. Verdammt, der Skill eignet sich echt gut dazu. Hat einen verdammt hohen Damage-Output.
So. Man muss halt nur gucken, dass man den ausgeführt kriegt. So, das ist, war die letzte. Schönes Geschenk. Ah je. Oh scheiße, jetzt wird's fies. Oh oh. Hau ihn um. Verdammter Mist. Ich hau ihn, glaube ich, gerade Richtung, Richtung Feuer. Das ist irgendwie nicht das Schlauste, was ich hier so machen kann. So, und wir gucken weiter. Es müssten von hier noch welche kommen. Ja, logisch. Stirb du mal fein, bitte. Du verziehst dich mal eben. So. Damit gehen schon mal beide Arme direkt ab. Zählt also wie zwei Schläge. Ih! Weg, 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 weg. Verpiss dich, Freundchen. So, jetzt werde ich diesen einen Skill hier permanent durchspammen. Oh Gott, er rennt sogar. Kannst ja wohl kaum erwarten. Ups, ich. Wow, fuck. Oh Gott. Der hat was hochgejagt. Das ist gar nicht gut. Das sollten die nicht allzu oft machen. Oh oh, schnell, 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 schnell. Stirb, Zombie. So. Ach komm. Machen wir das Ganze mal ein bisschen einfacher. Das ist bei dieser. Oh shit. Fuck, 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 weg da, weg da, weg da! Das war knapp. Nicht. Das war zu knapp. Wir haben es geschafft. Huch! Das lief nicht wie geplant. Ja, wie wir hier weitermachen für euch in der nächsten Folge, schaltet wieder ein.